Hallo Freunde von Heiko und Dirks Grillbude. Heute, wie versprochen, mache ich euch die Rippchen. Mit zu großer Freude ist mir aufgefallen, dass die Silberhaut schon fehlt. Also nur noch Rappen und dann für 12 Stunden in den Kühlschrank. Und dazu nehmen wir unseren Hausrapp. Ja, richtig schön. Von allen Seiten. Und jetzt decken wir das Ganze mit einer zweiten Schüssel ab. Die werde ich jetzt empfohlen. Und dann geht das Ganze für 12 Stunden in den Kühlschrank. So, 12 Stunden sind rum. Nein, ist gelogen, es sind 24, mir ist heute Morgen was dazwischen gekommen. Aber je länger sie im Rub liegen, desto besser schmecken sie hinterher, desto mehr Geschmack nehmen sie von dem Rub an. So, jetzt räuchern wir sie oder wir smoken sie 3 Stunden, dann 2 Stunden, wenn sie gedünstet und 1 Stunde geglazed. Zum Smoken habe ich Whisky Chips von Axschlag. Da bekomme ich kein Geld für, die habe ich selbst gekauft. Ich wollte es mal einfach ausprobieren, wie es schmeckt oder ob es einen Unterschied gibt gegen normale Räucherchips. Und wir sehen uns gleich wieder in 3 Stunden, wenn wir sie anfangen zu dünsten. Dann brauchen wir noch etwas Saft und ja, dann sehen wir uns wieder. 3 Stunden später. 3 Stunden sind jetzt rum und jetzt schauen wir mal. Kamera mal, komm um die Ecke. Wow, die sehen doch wohl klasse aus, oder? Und oh, die riechen und ich weiß auch, wer sich da schon drauf freut, aber die sind leider noch nicht fertig. Kameramann, jetzt nehmen wir die ganzen Ripples raus. Und jetzt nehme ich den Multivitaminsaft, nicht viel, so 200-300 Milliliter vielleicht. Und gib den hier rein, so, und jetzt kommt der Deckel oben drauf, so, damit das schön zu ist, und ich lasse die Rippchenhalter meistens drin, alle, weil die ja nicht stören. Oh, jetzt wird's heiß. So, und jetzt schrauben wir das Ganze, wir haben die ganze Zeit so um die 110, 120 Grad gesmoked. Und jetzt schrauben wir die Temperatur ein bisschen hoch, so zwischen 140 und 150 Grad. Und das Ganze 2 Stunden. Und dann sehen wir uns wieder. 2 Stunden später. 2 Stunden sind um. Jetzt wollen wir mal schauen, was aus den Spare Ribs geworden ist. So. 1, 2. Die sehen geil, die sehen mal geil aus. So, und die werden jetzt noch geglazed mit einer Barbecue-Soße eurer Wahl. Ich habe mich dieses Mal für die Bullseye entschieden, für die Sweet Whisky. Mal schauen, ist für mich auch Neuland. Und die Soße drauf. Und so, jetzt drehen wir die ganze Geschichte mal um, also ganz vorsichtig. So, und jetzt versuchen wir sie heile wieder in den Smoker zu bekommen. Jetzt machen wir den ganzen Sarotti wieder zu.
Und dann sehen wir uns in einer Stunde wieder und dann wird gefuttert. Lecker. Eine Stunde später. Es ist soweit. Die heilige Zeit ist gekommen und jetzt wollen wir schauen, ob es was geworden ist. Ich weiß es schon, ich habe ja vorher schon reingeschaut. Ja klar, ist es was geworden. Guckt euch das an. Das sieht mal geil aus. Oh, ich könnte die ganz alleine essen, weil so viel ist es ja gar nicht. Ey, ne? Du lässt mir was über. Das weiß ich noch nicht. Ich nehme mal so ein Stück raus, wenn ich es dann schaffe. Oh. Ich halte es mal fest, wie man sieht. Oh. Ja. Mm. Boah, sieht das geil aus. So. So. Ja. Da du ja die Kamera hältst, ne? Bin ich jetzt derjenige, welcher der probieren darf. Normalerweise, ich glaube, wir brauchen überhaupt gar kein Messer. Weil, wenn man mal schaut, schau da, die kann man so ausziehen, die Knochen. Und trotzdem, ich schneide mir mal was durch. Das funktioniert gar nicht. Das kann man gar nicht so vom Knochen abnagen. Das ist so weich. So, dann wollen wir mal probieren auf euch. Mmh. Oh, Wahnsinn. Auch mit dem Rauchring. Super geworden. Ist sehr, sehr lecker. Ja. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht es doch einfach nach. Abonniert uns, einen Daumen nach oben, wohlwollendes Kommentar, wäre nett. Und ich würde sagen, bis demnächst.